Herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's natürlich mit unserem Raytracer. Könnte es anders sein? Und dieses Mal, wie ich euch versprochen habe, machen wir hier mit unserer Schattenberechnung weiter. Genau. So, und jetzt wollen wir natürlich rausfinden, was müssen wir alles drauf addieren auf unsere Farben, wenn wir keinen Schatten haben. Wenn wir Schatten haben, sind wir nach dem ambienten Teil fertig. Ansonsten muss alles drauf. Ja. Und zwar werden wir jetzt zunächst einmal die normale brauchen, nämlich die normale, die wir an unserer Position haben, von der Referenz natürlich, von unserem Referenzobjekt. Und mit der müssen wir dann Sachen berechnen. This.reference.getNormal. Und zwar an der Position natürlich, nicht an Position to Light, das ist eine Richtung. So. Position. Okay. Gut. Wenn wir die normale haben, dann wollen wir als allererstes das Skalarprodukt berechnen. Und zwar zeige ich euch jetzt auch gleich warum. Und zwar ist es so, bei diffuser Reflexion, also das ist der nächste Teil, den wir schreiben wollen, die Spekulare kommt als letztes. Wenn wir hier eine Oberfläche haben, sagen wir mal, die ist so stark vereinfacht oder stark vergrößert, kann man sich die Kugeloberfläche dann auch so vorstellen von mir aus. Und wir haben eine Lichtquelle, die ist jetzt meinetwegen hier. Ich mache sie vielleicht mal gelb, dann sieht man es. Oder hoffentlich seht ihr das. Ich denke schon. Ich nehme den hier. Ja, das ist nicht unbedingt jetzt lichtig, aber ja, man kann es, glaube ich, besser erkennen. So, und wenn wir jetzt unsere Kamera hier haben, also alles ist quasi dieser Punkt, das ist der Schnittpunkt, um den es die ganze Zeit geht. Und unsere Kamera, na, das ist zu blöd, ist hier irgendwo. Hier ist die Kamera. Male ich mal hier so ein Viereck hin. Oder unser Auge oder was auch immer, wie ihr euch das halt vorstellen möchtet. Und die normale ist logischerweise hier oben, also senkrecht nach oben. Ich versuche das wirklich so exakt wie möglich zu machen. So, und bei der diffusen Reflexion ist es jetzt so, da zählt nur, wo das Licht herkommt. Also alles andere zählt quasi nicht, außer die normale natürlich noch. Aber es zählt nicht, wo wir sind vom Gucken her. Also wo unsere Kamera sich befindet, beziehungsweise wo unser Auge sich befindet. Und deswegen ist die Reflexion von diesem Strahl hier, also von dem hier, die kann man ja relativ leicht ausrechnen. Relativ schwer zeichnen allerdings nur. Da gilt, dass, ich brauche eine andere Farbe, dieser Winkel gleich diesem Winkel hier ist. Also wenn das jetzt hier Alpha ist, dann ist das auch Alpha, sprich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und genauso werden wir das berechnen. Ich schreibe das jetzt vielleicht gerade noch kurz hin, was was ist. Mit dem Pinsel vielleicht. Hier haben wir die normale. Hier haben wir die Kamera. Und hier haben wir den Lichtvektor. So, und hier haben wir die Reflexion von dem Lichtvektor. Und um die geht es quasi. Das heißt, wir brauchen diese Reflexion. Naja, wie kann man diese Reflexion ausrechnen? Wenn man einen Vektor spiegeln möchte an einem anderen Vektor, dann macht man das relativ einfach. Von der Berechnung her zumindest. Vom Verstehen weiß ich nicht, ob es so einfach ist. Wir haben vielleicht nochmal eine andere Zeichnung. Hier den Vektor, der gespiegelt werden soll, an diesem Vektor hier. Upsala. So. Und das machen wir, indem wir sagen, okay, von hier nach hier, also da hoch quasi diese Richtung bis nach hier, das ist n mal l von der Länge her. Ja? Und wenn wir das drauf multiplizieren, dann können wir uns das so vorstellen, wir haben hier, schwierig, schwierig das zu zeichnen, wir nehmen l. Beziehungsweise die Länge von L gehen bis hierher und nehmen nochmal die Länge von L gehen bis hierher, n mal L meine ich natürlich, also die Höhe, gehen bis da hoch an der normalen entlang sozusagen. Und dann gehen wir wieder zurück, nämlich genau um die umgekehrte Länge von dem Ding. Das heißt, wir kopieren, also normalerweise zeigt er ja in diese Richtung. Und wir gehen jetzt genau den anderen Weg, wir gehen den wieder nach darunter, also in diese Richtung. So, und dann haben wir quasi den Punkt, wo wir hin müssen von unserem Schnittpunkt aus, also quasi hier. Und das ist der Vektor, den wir hier wollen.
also der hier unten, der hier ist der, den wir wollen. Das heißt, wir nehmen zweimal die Länge von dem n mal l und gehen das an n entlang und dann subtrahieren wir davon l. So, und daher kommt dieser Vektor r zustande. Also dieser Reflexionsvektor. Und ihr seht, die Kamera hat da irgendwie keinen Einfluss drauf. Ja. Gut. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir sagen jetzt in unserem Code genau das. Ja. Also wir sagen, wir müssen erstmal n mal l ausrechnen. Und n mal l ist einfach das Produkt, haben wir es genannt. Ich schaue kurz nach. Hier, ja, Prot. Also Prot von n mal l. Also die normale Normal.Prot von der Position zum Licht, also L. Das war ja unser Position to Light, ist ja quasi das L. Und schon sind wir eigentlich fertig. Jetzt haben wir unser n mal l. Und jetzt wollen wir das allerdings natürlich noch irgendwie speichern. Das ist ein Double NL. So. Und damit man jetzt nur wirklich diese Reflexion in diese Richtung hat, also wenn wir jetzt theoretisch Licht hier unten hätten, dann wäre das uns ja egal, weil das können wir von der Kamera her einfach nicht sehen, weil es ja dann auf der falschen Seite quasi liegt. Und dann können wir uns die Berechnung sparen. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir nehmen das Maximum, math.max, aus dem, was wir ausgerechnet haben, und 0. Denn wenn es kleiner ist als 0, deswegen sind übrigens auch die Richtungen wichtig, also dass wir die normale links haben und die Position rechts, ansonsten wäre es genau umgekehrt, dann wäre das immer negativ. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, die Positionen sind wichtig, was vorne steht und was hinten steht. Ja. Und deswegen können wir hier einfach sagen, okay, wenn es 0 ist oder kleiner als 0, dann ist es uns quasi egal. Okay, genau. So, und jetzt können wir hier einfach sagen, wir addieren auf unseren Return oder halt drauf addier-Wert Vektor folgendes drauf. Jetzt wollen wir hier die, also jetzt haben wir n, jetzt haben wir quasi n mal l berechnet und jetzt wollen wir hier diesen Reflexionsvektor haben. Und, Quatsch, natürlich nicht, ich bin gerade schon ein bisschen weiter gewesen. Den Reflexionsvektor selbst brauchen wir erst, wenn wir die spekulare Reflexion machen, die machen wir aber gleich auch noch. Für die Diffuse brauchen wir im Prinzip nichts weiter als n mal l. Und dieses n mal l ist dann eben der Faktor, der wirklich dann für uns entscheidend ist, also der Faktor, der dann auch wirklich wichtig ist für unseren diffusen Anteil. Das heißt, wir können hier einfach direkt den diffusen Anteil drauf addieren, ohne den Reflexionsvektor zu brauchen. Den brauchen wir dann für den spekularen Teil, denn der wird ja reflektiert, nicht der diffuse. Tut mir leid, das war gerade ein bisschen Verwirrung bei mir. Und zwar sagen wir dazu, wir nehmen den diffusen Anteil, also diffus, und multiplizieren wieder einen Vektor drauf. Naja, wie man sich denken kann, ist da die Intensität dabei, also l.getIntensity. Und hier brauchen wir wieder die Position, ganz normal. So, und jetzt haben wir quasi diffus mit Intensität multipliziert. Jetzt wollen wir natürlich noch dieses n mal l drauf multiplizieren. Deswegen sagen wir hier Punkt Skalar Multiplikation mit nl. So, und schon haben wir den diffusen Anteil. Jetzt geht es an den spekularen Anteil. Und wie gesagt, dafür brauchen wir jetzt den Reflexionsvektor. Also war einfach ein bisschen vorgegriffen, tut mir echt leid. So, Vector3D und den nenne ich einfach mal Reffel. Und wie man den berechnet, habe ich euch ja gerade erklärt. Also als erstes skalieren wir die normale, also wir gehen ja zweimal an der normalen entlang, sprich zweimal mit NL an der normalen entlang, so muss man sagen. Sprich, wir wollen die normale Punkt Skalarmultiplikation mit NL und das Ganze wollen wir zweimal haben. Das heißt, wir machen hier mal 2 noch hinten dran, denn NL ist ja ein Double. Und dann subtrahieren wir davon
wiederum unser L, und zwar unsere Position, ja, unser L im Prinzip, und zwar umgedreht, also gerade andersrum. Jetzt muss man aber darauf achten, wie man das berechnet hat. Und wir haben nämlich hier die Position to Light berechnet. Sprich, also falls wir da dann Licht nach Position berechnet hätten, müssten wir es andersrum machen. Aber wir haben jetzt zum Glück natürlich, wie ich es euch hier so erklärt habe, haben wir die Position Richtung Lichtquelle gehabt, und deswegen subtrahieren wir eben genau das davon. Also wir ziehen es einfach ganz normal ab. Position to Light. So, ziehen wir einmal ab. Okay. So, und da das Ganze jetzt noch eine Richtung ist, wollen wir das Ganze natürlich auch noch normalisieren. Denn eventuell kommt da nicht unbedingt 1,0 raus als Länge. Ja, also sicher ist sicher, wahrscheinlich schon, aber wer weiß das schon. Gut, jetzt brauchen wir noch weitere Sachen. Und zwar für die spekulare Reflexion ist es so, wir müssen nicht nur den Reflexionsvektor berechnen, sondern für die Formel, die es übrigens auch auf Wikipedia gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Spezialmodell, was keine Sau benutzt, sondern das ist tatsächlich eigentlich üblich sogar. Ja, da braucht man den Reflexionsvektor und den sogenannten View-Vektor, also einfach den Vektor von der Position zur Kamera hin. Und dazwischen den Winkel quasi, das ist das, was für die spekulare Reflexion entscheidend ist. Sprich, für die spekulare Reflexion macht es einen Unterschied, ob die Kamera jetzt hier ist oder da oben. Es kommt wirklich dann auch im Endeffekt auf den Winkel hier an. Also dieses Alpha oder wie auch immer man es nennen möchte. Das ist das, was für die spekulare Reflexion interessant ist. Und hier skaliert man dann auch mit diesem Phong-Exponent, den ich euch vorhin gezeigt habe. Deswegen, ja. Also, wir brauchen hier zunächst einmal diesen Winkel Alpha dazwischen, und den bekommen wir auch wieder mit einem Skalarprodukt, denn das gibt uns ja den Winkel, habe ich euch ja, glaube ich, auch irgendwann mal erklärt. Ja, ich habe das ganze Ding einfach mal RV genannt, weil das hier R ist und das hier nicht C, das hier ist C, aber wenn man den Vektor hier nimmt, dann wird er auch oft als V benannt, also als sogenannter View-Vektor zum Beispiel. Also math.max wiederum, weil wir ja wieder maximal 0 haben wollen. Das kennen wir ja schon aus NL. Und hier brauchen wir dann Folgendes. Wir nehmen uns das Auge sozusagen, also dieses Kamera.getEye, also Raytracer.Kamera.getEye, was ist da los? Achso, die ist nicht static, ne? Dann machen wir sie einfach mal static, der Einfachheit halber, weil sonst können wir da nicht wirklich drauf zugreifen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier überall das alles mitreichen, das macht man manchmal so. Aber ja, mir ist das wie gesagt nicht so recht, wenn das immer hin und her gereicht wird. Ich habe da lieber meinen Überblick und mache dann lieber mal was Static. Gut, von Kamera.getEye und subtrahieren davon wiederum unsere Position. Punkt Subtract Position. So, und das liefert uns jetzt quasi den V-Vektor, den ich euch hier gezeigt habe. Und ja, jetzt machen wir Folgendes mit diesem V-Vektor. Wir normalisieren ihn erstmal noch. Lass uns das vielleicht auslagern, das wird sonst ein bisschen unübersichtlich. Vektor 3D V gleich. So, und jetzt noch normalisieren ist schon lang genug Wurstcode. Und hier unten kann man dann wirklich V benutzen. Hier haben wir das Maximum aus. So, jetzt. Nehmen wir den Reflexionsvektor, Punkt, und dann nehmen wir die Prot-Funktion, also unsere Skalarproduktfunktion, und stecken hier V rein. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt können wir hier noch überprüfen. Also wenn das 0 ist, dann kommt da eh 0 raus, aber ja, wir können es ja einfach mal drauf addieren, logischerweise den Teil, also der spekulare Teil muss ja auch noch in diesen Red-Vektor drauf. Ja, wir nehmen hier wieder den spekularen Teil, also Specular,
Und multiplizieren nach dieser komischen Art und Weise, dass jede Komponente für sich multipliziert wird, einfach wieder unsere Intensität drauf. L.getIntensity. Und zwar mit der Position, wo wir gerade aktuell sind. So, und jetzt wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Jetzt wollen wir nämlich hier nicht nur das so lassen, sondern wir müssen da noch was drauf multiplizieren, als Skalar sozusagen, Skalarmultiplikation. Und zwar mit dem RV hoch dem Exponenten, sprich Math.pow. Und hier kommt dann unser RV rein und unser sogenannter Phong-Exponent. Und dieser Phong-Exponent ist wirklich nur dazu da, um das Ding hier kleiner zu machen, beziehungsweise um den Winkel quasi näher zusammenzuführen. Ja, also dass es quasi nicht so stark um die Streuung geht hier im Prinzip. Mehr ist es nicht. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei 16 Minuten. Den Rest von dieser Methode machen wir morgen bzw. übermorgen. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Die große Berechnung ist jetzt fertig. Wenn ihr es nicht verstanden habt, bitte einfach nochmal angucken. Vielleicht auch noch ein bisschen recherchieren, was genau diese einzelnen Sachen bedeuten, die ich da genannt habe. Und ja, ihr könnt mir auch natürlich Fragen stellen, wenn ihr es irgendwie nicht kapiert. Alles klar, dann bis morgen oder übermorgen und wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.